So, herzlich willkommen zu unserem neuen AutoCAD-Webinar. Der Reihe erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-IQ. Heute haben wir ein neues Thema, die dritte Dimension, Schnittebenen und Punktwolken in AutoCAD 2016. Falls Sie noch nicht verbunden sind, Sie sehen hier die Zugangscodes für Telefon, beziehungsweise können Sie natürlich auch Mikrofon, Lautsprecher mit Voice over IP verwenden. Und darf ich kurz uns vorstellen? Mein Name ist Bernd Gerstenberger. Ich bin Senior Product Support Specialist bei Autodesk und supporte in erster Linie die Produkte AutoCAD Plan 3D und P&ID, zudem auch noch ReCap und AutoCAD selber. Ich werde selber hier die Eingangspräsentation machen und die Schlusspräsentation. Die eigentliche Vorführung wird von meinem Kollegen Carsten Sänger vorgeführt, der jetzt hier links neben mir sitzt. Carsten supportet die Produkte Civil 3D, InfraWorks, auch etwas Map 3D und ebenfalls ReCap und AutoCAD. Wir werden während der Session verschiedene Fragen stellen, die Sie dann direkt beantworten können, aber auch während der Präsentation selber können Sie natürlich selber auch Fragen stellen. Dafür haben wir ein Fragenfenster oder ein Chatfenster. Ich werde dann versuchen, im Hintergrund so schnell wie möglich The broadcast is now starting. All attendees so are schnell in wie möglich listen-only die mode. Fragen zu beantworten. Nach der Präsentation haben wir noch eine Frage- und Antworteinheit. Da können Sie dann direkt auch per Audio Fragen stellen, die wir dann versuchen, so gut wie möglich alle zu beantworten. Die Präsentation wird aufgezeichnet und ist dann verfügbar unter der Seite https://autodesk.box.com/autocadiq-deutsch. Sie werden die Links dann später auch mit dem Survey, das Sie dann zugeschickt bekommen, auch nochmal erhalten. Bevor wir beginnen, möchte ich nochmal ganz kurz auf unseren nicht mehr ganz neues, aber doch noch ziemlich neues deutsches Forum hinweisen, das letzten Sommer gestartet hat. Davor gab es ja nur ein englisches Forum. Aber seit dem letzten Sommer haben wir auch ein deutsches Forum und für die Produkte, die Sie dort oben sehen, wird schon aktiv teilgenommen und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie nicht dort zu antworten. Autodesk-Mitarbeiter, aber auch sehr, sehr viele sehr erfahrene Anwender außerhalb von Autodesk werden hier ihre Antworten geben. Ich möchte dann auf das nächste Webinar dann hinweisen. Das wird dann am 7. April stattfinden. AutoCAD 2017. Die neuen Funktionen werden hier vorgestellt. Also von daher immer sehr, sehr wichtig und sehr, sehr interessant, was passiert, was kommt neu hinzu in 2017. Merken Sie sich also bitte diesen Termin vor. Sie finden auch AutoCAD IQ auf YouTube und Boxlinks. Diese Links, die Sie hier sehen, werden Sie dann später dann zugesandt bekommen. Der obere Link, wenn Sie da drauf gehen, da sehen Sie dann einfach mal hier einfach als Beispiel die verschiedenen Aufzeichnungen von schon vergangenen Webinars und auch das heutige wird dann hier hochgeladen werden. Sie sehen jetzt hier vor allem jetzt erstmal die englischen, aber auch die deutschen werden hier hochgeladen werden. Wenn wir auf diesen Link hier gehen, dann sehen Sie dann hier eben die deutschen Webinars, die ganzen Dateien, die es da eben dazu gibt, auch von den vorhergegangenen. Das letzte war eben Anfang Februar. Da haben wir über die Express-Tools gesprochen, was es da gab. Hier finden Sie die PowerPoint, die Handout und eventuell auch irgendwelche Beispieldateien.
Wie gesagt, es gibt eben ein deutschsprachiges und ein englischsprachiges Forum. Da können Sie Ihre Fragen stellen, da können Sie Ihr Wissen teilen. Und natürlich können Sie auch direkt über das Beta-Programm diese E-Mail alias dann schicken, werden dann direkt Fragen zu der neuesten, zum neuesten Release dann dort beantwortet. Hier nochmal eine kurze Liste, was es in den letzten Sessions schon alles gab, was für Webinars in der Vergangenheit Sie auch runterladen können von der Seite, die ich eben gerade gezeigt habe. Und unten nochmal der Link, den ich gerade eben gezeigt habe. Bevor wir beginnen, habe ich noch einige Fragen an Sie. Wählen Sie einfach dann die Antwort dazu aus. Die erste Frage, beginnen wir mal damit. Ist dies, muss hier oben. Ist dies Ihr erstes Webinar? Ja? Nein? So. Das ist das Ergebnis. 25% sagen ja, 75% sagen nein. Also für die, die ganz neu dabei sind, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie teilnehmen, dass Sie uns gefunden haben. Die zweite Frage. Welche AutoCAD-basierte Applikation verwenden Sie? AutoCAD LT, eine von den Verticals, mehr so aus dem Infra-Structure-Bereich oder mehr aus dem AEC-Bereich oder irgendwas ganz anderes? Ja, also die meisten verwenden erstmal AutoCAD und AutoCAD LT. Dann gibt es auch die Verticals werden verwendet. Und mit 25%, ich denke mal, damit ist bei dieser Sitzung Recap gemeint. Und eine letzte Frage noch. Verwenden Sie folgende Funktionen bisher? Haben Sie schon mal mit 3D modelliert? In 3D modelliert, haben Sie schon Schnitt-Eben verwendet? Punktwolken oder überhaupt noch nichts? Ich warte noch kurz. Also, 50% hatten 3D, schon Erfahrungen mit 3D-Modellierung und auch mit Schnittebenen. Punktwolken ist dann doch ein bisschen seltener, die Erfahrung. Dann mehrere von Ihnen haben überhaupt noch gar keine Erfahrung in dieser Richtung. Das ist wunderbar. Dann werden Sie heute Ihre ersten Erfahrungen sammeln. So, kommen wir zurück. So, jetzt darf ich übergeben an Carsten. Er wird uns jetzt über die dritte Dimension berichten. Schnittebenen und Punktwolken. Hallo Carsten. Hallo Bernd und auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer. Ich werde mir jetzt die Moderatorenrolle zuweisen, damit ich Kontrolle habe. In unserem heutigen Webinar geht es um die dritte Dimension, die Schnittebenen und die Punktwolken in AutoCAD. Die Schnittebenen haben wir heute in dieses Webinar gepackt, weil wir sie bei den Punktwolken noch einmal recyceln werden, sozusagen. Was steht auf der heutigen Agenda? Wir werden uns das Schnittobjekt anschauen und Live-Schnitte machen und alles, was man dazu wissen muss. Einen Moment, mein Bildschirm ist nicht übertragen, höre ich gerade. Jetzt sollte er zu sehen sein. Also, wir werden uns die Schnittobjekte ansehen, einen Live-Schnitt machen und anschließend werde ich eine Einführung geben, wie Punktwolken in AutoCAD zu laden sind und was man am Ende mit diesen Punktwolken in AutoCAD überhaupt alles anstellen kann. Dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Ich mache meine PowerPoint klein
Und jetzt sehen, sollten Sie mein AutoCAD sehen. Das hier gefällt mir noch nicht so. So. Wir sehen hier ein einfaches Modell von einem Küchendesign. Ich benutze hier mal meine Shift und die mittlere Maustaste zum Drehen. Und wozu brauche ich Schnittebenen? Die Schnittebenen sind dazu da, dass ich mir Einblick oder einen besseren Überblick über Modelle verschaffen kann. Vor allem hier in diesem Bereich weiß ich nicht, wie schaut es überhaupt da drinnen aus? Kann ich mir das irgendwie anzeigen lassen? Kann ich mir daraus einen Plan erstellen und so weiter? Es gibt natürlich die Möglichkeit, mir dieses Modell so aufzubauen, dass ich das Ganze über Layer steuern kann. Zum Beispiel könnte ich mir, wie das habe ich im letzten Webinar erwähnt, könnte ich mir hier über diesen Layer Walk oder die Layer-Anzeige selber diese Layer einzeln an- und ausschalten. Ich sehe genau, was ich habe, auf welchem Layer habe. Ich kann hier auch mehrere auswählen und mir dann sozusagen einen Überblick schaffen, was habe ich alles in dieser Zeichnung. Es ist allerdings ein bisschen mühselig, eventuell. Und deswegen haben wir die Schnittebenen zur Verfügung. Es ist auch möglich, eben diese verschiedenen Ansichten der Schnittebenen als Ansichten zu speichern. Die Ansichten haben wir hier oben. Wir sind, muss ich schnell noch dazu sagen, im Arbeitsbereich 3D-Modellierung und haben diese Ansichten entweder über die Kurzsteuerung hier komme ich auf den Ansichtsmanager, ich kann sie aber auch hier aus der Liste anwählen, das ist dasselbe. Und schließlich ist noch zu erwähnen, dass Sie eventuell für weitere Bearbeitung in anderen Programmen Ansichten und Pläne abspeichern können, um sie zum Beispiel in Photoshop oder anderen Programmen weiter zu kolorieren. Unsere Schnittebenen finden wir unter dem Startmenü des 3D-Arbeitsbereiches, hier ganz groß in der Mitte eine Schnittebene. Und hier möchte ich nochmal schnell darauf hinweisen, dass wenn Sie länger auf so einem Knopf bleiben, immer die Kurzhilfe erscheint, die einen ersten mit Bildern einen ersten Überblick gibt, was diese Funktion überhaupt macht. Und ich möchte Sie auch ermuntern, sozusagen auf wenn Sie Näheres erfahren möchten über die Funktion, hier die Hilfe aufzumachen mit einem Druck auf F1. Die Hilfe ist mittlerweile ziemlich gut. Sie dokumentiert die allermeisten, ich würde sagen 99% der Befehle in AutoCAD sehr anschaulich und mit hohen Detaillierungsgrad mit Bildern ist alles sehr gut illustriert, sodass man sich einen Einblick machen kann, was denn die Funktionen und die Einstellungen genau bewirken. Noch was zu erwähnen zur Hilfe. In der deutschen Version wird die deutsche Hilfe aufgemacht. Ich kann rechts oben zu jedem Zeitpunkt die Hilfe umstellen. Wenn ich zum Beispiel auf Englisch umstelle, weiß ich, dass der Befehl Schnittebene Section Plane auf Englisch heißt. Das bringt mir den Vorteil, dass ich, wenn ich Hilfe suche im Internet, über den englischen Suchbegriff sehr viel schneller und auch sehr viel mehr Hilfeartikel finden kann. Wenn wir die Schnittebene ausführen, werde ich in der Kommandozeile gefragt, was bzw. wie ich sie erstellen möchte. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, orthogonal einzustellen. Orthogonal orientiert sich hierbei an den Ansichten, wie sie hier oben im Q-Cube sind. Also wenn ich, das ist dasselbe, als wenn ich entsprechend einer vorne Ansicht oder vorne Ebene eine Schnittebene erstelle. Also ich habe hier vorne, hinten, oben, unten, links und rechts. Wobei oben und unten und links und rechts jeweils die gleichen sind und sich nur unterscheiden, auf welcher Seite, entweder oben oder unten oder links oder rechts, der Schnitt abgeschnitten wird, sozusagen. Das demonstriere ich gleich nochmal live. Ich gehe nochmal raus aus dem Kommando mit Escape und zeige die nächste Möglichkeit, was wir an der Schnittebene machen können. Wir können nämlich verschiedene Schnittebenentypen erstellen. Eine Ebene, eine Scheibe,
eine Umgrenzung oder ein Volumen. Zu diesen Optionen komme ich später auch nochmal und werde jetzt im Grunde genommen eine Schnittebene zeichnen, ganz einfach, indem ich hier dann meinen Startpunkt eingebe. Das kann ich sogar aus der ISO-Ansicht machen. Gebe ich hier meinen Startpunkt ein. Ich schalte dazu am besten den Ortho-Modus an, dass ich hier 90 bzw. 45 Grad, in dem Fall ist es 90 Grad, zum Koordinatensystem bin und gebe hier meinen Endpunkt an und drücke jetzt nur Enter. Und jetzt habe ich meine Schnittebene erstellt. Eine Möglichkeit habe ich vergessen, wie Sie Schnittebenen erstellen können, indem Sie Schnittebene drücken und einfach auf das Objekt gehen. Ich werde die hier nochmal löschen. Löschen kann man eine Schnittebene einfach es verhält sich wie ein normales Objekt, auswählen und über Entfernen löschen. Ich kann, wenn ich Schnittebene drücke und mit dem Mauszeiger auf ein Objekt gehe, erstelle ich eine Schnittebene entsprechend der Fläche. Also hier habe ich eine runde Wölbung. Hier wird keine Schnittebene erzeugt, wenn ich drüber fahre, aber sobald ich eine Ebene habe, die das Programm erkennt, kann ich auch entsprechend dieser Ebene einen Schnitt anlegen. Der Nachteil hierbei ist, dass diese Schnittebene begrenzt ist auf dieses Objekt, auf die Umrisse oder die Bounding Box dieses Objektes. Deswegen habe ich gerade im Grunde genommen meinen Schnitt oder meine Schnittebene manuell erstellt. So kann ich sie ein bisschen größer zeichnen und habe dann bessere Kontrolle. Ich werde dann gefragt, das darf man noch nicht vergessen, ich soll einen Punkt wählen, rechts oder links, wo der Schnitt angelegt wird. Wenn ich hier auf links drücke, dann wird der rechte Teil abgeschnitten. Das kann ich jederzeit für die Schnittebene ändern. Entweder wähle ich mir die Schnittebene aus und invertiere diese Schnittebene oder ich habe hier einen kleinen Griff und wenn ich auf diesen blauen Griff klicke, dann sehe ich, wird der Schnitt auf der anderen Seite angesetzt. So, jetzt habe ich hier im Grunde genommen einen Schnitt erstellt. Es kann passieren, dass dieser Schnitt, Sie haben die Schnittebene erstellt, Sie haben hier diesen Live-Schnitt an, den kann ich ausschalten für eine Schnittebene. Sie können generell in der Zeichnung sehr viele oder mehrere Schnitte verwalten, aber ein Live-Schnitt ist immer nur aktiv für eine einzelne Schnittebene. Das heißt, ich wähle diese Schnittebene aus und drücke diesen Live-Schnitt aktiv und dann sollte sich ein Teil des Modells abschneiden. Wenn das nicht passiert, dann kann das an der Hardware, Treiber oder Software Installation der auf dem Rechner liegen. Ein kleiner Trick dabei ist ein normales Quicksave oder Schnellsichern und das ist der ganz normale Speichern-Knopf, dadurch eine Regeneration und eine Neuerstellung des Modells forciert und dann sollte der Schnitt erstellt sein. Was kann ich jetzt mit diesem Schnitt anfangen? Sie können jetzt im visuellen Stil sehen, den visuellen Stil ändern. Sie können hier hineinzoomen, jetzt hat er kurz gehackt, hineinzoomen oder sich eine Ansicht aussuchen und im Grunde genommen mit verdeckte Kanten, wo haben wir sie? 2D-Gradkörper und Schattierung mit skizzenhaft verdeckt hier. Habe ich jetzt nicht gesehen. Im Grunde genommen diesen Schnitt sich einstellen und dementsprechend bearbeiten. Es ist jederzeit möglich, den Schnitt hier durch die Griffbearbeitung umzustellen auf die verschiedenen Schnitttypen. Das kann ich auch hier oben aus der Multifunktionsleiste steuern. Ich kann mir die Schnittebene hier etwas vergrößern, wenn es nötig sein sollte. Und ich kann selber den Schnitt entlang zum Beispiel der Z-Achse verschieben und dann hoppala, einmal drücken und dann habe ich diesen Schnitt geändert. Die Ansichten, die ich mir hier erstelle, kann ich jederzeit speichern, indem ich hier in den Ansichtsmanager gehe
und dann mir eine neue Ansicht erstelle. Ich nenne diese Ansicht jetzt mal schnell Schnitt und kann hier eingeben, wie die Umgrenzung sein soll, ob ich den Layer-Schnappschuss, also das, was ich gerade hier sehe, ob das verwendet werden soll, welches Koordinatensystem zugrunde liegt, ob es ein Live-Schnitt sein soll. Ja, das stellen wir mal auf ein. Und der aktuelle visuelle Stil. Und wenn ich diese Ansicht jetzt, nehmen wir an, ich bin ganz woanders und ich habe eine 2D-Ansicht und jetzt kann ich jederzeit auf meinen eingestellte Schnittansicht zurückspringen und bin dann genau in diesem Ansichtsmodus, wie ich diese Ansicht erstellt und gespeichert habe. Wenn ich die Schnittebene aktiv habe, komme ich auch hier in dieses Rechtsklick-Menü hinein, wo ich den Live-Schnitt anwählen kann und abwählen kann. Ich kann die zu entfernende Geometrie mir anzeigen lassen. Also das, was eigentlich abgeschnitten wird, kann ich mir hier anzeigen lassen, um einen Eindruck zu bekommen, was ist denn auf der anderen Seite der Schnittebene. Wenn ich da nochmal etwas kontrollieren möchte oder mal die Schnittebene verschieben möchte, dass noch ein Objekt enthalten ist oder nicht. Die Schnitteinstellungen, die Live-Schnitteinstellungen ermöglichen es Ihnen im Grunde genommen, wenn ich jetzt keine Schnittebene ausgewählt hätte, könnte ich sie mir hier auswählen, die Stilisierung des Schnittebenenobjekts durchzuführen. Ich habe hier eine Schnittmengenbegrenzung, also die Begrenzungslinie habe ich eine Farbe, einen Linientyp dafür und eine Linienstärke. Dasselbe für die Fläche der Schnittebene und auch die Fläche hat dann eine Solid-Schraffur drin, also eine einzelne Farbe und auch hier den Geometrie des Abschnitts, wenn ich diesen umändere, sollte das sich jetzt auf grün ändern und das kann ich hiermit auch steuern. Des Weiteren habe ich die Einstellungen für ein 2D- und ein 3D-Schnittblock. Dazu komme ich gleich nochmal, das erstellen wir gleich, was das ist. Und wir werden dann jetzt, diese Schnittebene nochmal löschen. Wir können auch einen Abschnitt generieren. Einen Moment. Dazu gehe ich wieder in meine Obenansicht. Und zwar, eine Schnittebene muss nicht ganz gerade sein. Ich kann eine Schnittebene erzeugen und die hat quasi einen Knick drin. Das schaut dann so aus, wenn ich jetzt mal von oben angucke, wo ich diesen Schnitt zeichnen möchte, fange ich hier an. Hoppala. Jetzt habe ich diese falsche Option gewählt. Ich möchte einen Schnitt zeichnen. Fange ich hier an. Und an der Stelle möchte ich im Grunde genommen einen Knick machen und hier hinübergehen und wieder nach oben. Auf Englisch heißt das ein Jog-Schnitt. Auf Deutsch, jetzt gebe ich noch die Seite an, wo geschnitten werden soll. Und wenn ich jetzt eine ISO-Ansicht wechsle und mir das Ganze mal im konzeptuellen Modus anschaue, dann sehe ich ganz schön, wie ich hier quasi diese Verkürzung auf Deutsch hinzugefügt habe. Also ich finde ehrlich gesagt den Begriff Verkürzung etwas missverständlich, weil ich verkürze den Schnitt ja nicht. Ich mache da eine Stufe oder eine Treppe hinein. Das kann ich natürlich auch noch hier bewegen, wie ich möchte. Kann ich auch noch verändern im Nachhinein. Und anschließend dann dementsprechend mir anschauen und einstellen. Kommen wir zu den Schnitttypen. Eine Ebene, das ist das, was wir bisher gemacht haben. Wir können einen Schnitt kappen. Wird für diesen Schnitttyp nicht unterstützt.
Also wird es hinaus, die Treppe wird hinaus genommen und es wird zwischen Anfang und Endpunkt der Schnitt erstellt. Kappen heißt im Grunde genommen, ich habe einen Schnittanfang und ein Schnittende. Die Dicke des Schnittes steuere ich über diesen Parameter. Wenn ich hier zum Beispiel 500 eingebe, müsste sich die Dicke des Schnittes ändern und somit kann ich quasi steuern, wie viel ich vom Anfang bis Ende sehen möchte. Es sind im Grunde genommen zwei Schnittobjekte für eine Ebene. Wenn ich zum Beispiel einen sehr engen Schnitt machen möchte, dann stelle ich das auf 10 und habe hier, na, jetzt rechnet er, jetzt ein wirklich wie eine dünne Scheibe aus dem Modell herausgeschnitten. Für die anderen Schnitttypen gehe ich schnell in die Hilfe. Das ist, geht aufgrund der Zeit geht das jetzt schneller. Wir haben hier das noch auf Deutsch umgestellt. Ein Umgrenzungsschnitt ermöglicht Ihnen die Umgrenzung eines 3D-Volumenskörpers, einer Fläche, eines Netzes oder einer Punktwolke auszuwählen und die Schnittebene zu platzieren. Oder Volumenschnitt ermöglicht Ihnen eine Schnittebene mit umgrenzten Volumen zu erstellen. Das nur kurz noch dazu, was es für Schnittebenentypen gibt. Wir möchten jetzt diese Ebene wieder umstellen auf Ebene. Und ich möchte jetzt aus diesem Schnitt die Geometrie weiter verwenden, zum Beispiel indem ich einen Schnittblock erstelle. Ein Schnittblock kann ich entweder als 2D oder als 3D-Block erstellen. Das heißt, das Objekt, so wie ich es abgeschnitten habe, wird mir als Block generiert. Ich kann sagen, welche Objekte ich in diesen Block einbeziehen möchte. In dem Fall nehmen wir alles. Und ob ich einen bestehenden Block ersetzen möchte, einen neuen Block einfügen oder ob ich den Block in einer neuen Datei speichern möchte. Ich erstelle das jetzt mal so, wie es ist, einen 2D-Block, der würde dann so ausschauen. Die Skalierung setzen wir auf 1 und den Drehwinkel auch auf 1. Und jetzt hätten wir quasi von diesem Schnittobjekt einen Block erstellt in 2D, den wir jetzt eventuell in weiteren Plänen oder in anderen Zeichnungen oder Ansichten verwenden könnten. Der 3D-Block funktioniert dabei äquivalent. Ein 3D-Schnitt als neuen Block einfügen und ich habe hier eine komplette Blockreferenz, die ein eigenständiges Objekt ist und nichts mehr mit diesem Objekt zu tun hat. Ich kann jetzt hier zum Beispiel mit W-Block den Block auflösen, mir Teile aus dieser Geometrie heraus wiederverwenden und in anderen Zeichnungen verwenden. Zum Beispiel könnte ich auch über den Befehl, das wollte ich noch erwähnen, das ist eigentlich eine ganz schöne Funktion, und zwar gibt es den Befehl Flatshot oder auf Deutsch Abflachung. Englische Befehle müssen wir mit dem Unterstrich eingeben, sodass sie auch in der deutschen Version funktionieren. Und jetzt kann ich diese Abflachung hier von diesem Schnitt sozusagen eine Abflachung exportieren oder erstellen. Und das ist quasi auch ein 2D-Objekt, aber aus der Perspektive heraus. Wenn man sich das jetzt hier anschaut, na, dann drehen wir uns mal dorthin, das ist jetzt quasi ein 2D-Objekt, wie man sieht es hier ganz gut, aber aus der Perspektive heraus, das heißt nur aus einem bestimmten perspektivischen Winkel, so wie es erstellt wurde, ist dieses Objekt sichtbar. Es erinnert sehr an den Befehl, den wir letztes Mal verwendet haben aus den Express-Tools. Da war es der Befehl Flatten, wo wir ein 3D-Objekt quasi aus einem bestimmten Winkel heraus als 2D auf eine Fläche projiziert haben. Gut, das
soll es gewesen sein zu den Schnitten. Zum Beispiel kann man, diesen wollte ich noch zeigen, das ist eine sehr schöne Ansicht, wo ein horizontaler Schnitt erstellt wurde und man kann so sehr schön zeigen, wie es denn da drin ausschaut. Kommen wir zur Punktwolke. Das zweite Thema für heute. Was ist eine Punktwolke? Das ist eine, ja, wie der Name schon sagt, eine Wolke von Punkten in verschiedener Dichte, abhängig vom Scanner. Die Punktwolke wird normalerweise erstellt durch einen Laserscanner. Das ist ein Gerät, was sich von verschiedenen Standpunkten aus 360 Grad im Kreis im Raum bewegt und somit die Distanzen misst zu Objekten. Und an jedem Objekt oder an jeder Messung eines Objektes wird ein Punkt erstellt. Diese Punktwolken werden normalerweise mit RECAP in ein Format verwandelt, was AutoCAD lesen kann. RECAP kann direkt aus AutoCAD heraus gestartet werden. Dafür gehe ich auf Einfügen und finde hier ganz rechts mein RECAP. Und wenn ich hier drücke, würde mir das, wenn das installiert ist, das RECAP-Programm gestartet werden. Das würde dann so ausschauen. Jetzt habe ich hier gerade ein anderes Projekt offen. In unserem Fall würden wir sehen, was er jetzt aufmacht. Er braucht gerade ein bisschen. Das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Machen wir es wieder zu, das braucht jetzt zu lang Zeit. Also, RECAP importiert die Punktwolke zu einem RECAP-Projekt und sobald diese Punktwolke als RECAP-Projekt vorliegt, kann ich sie direkt in diese Zeichnung von AutoCAD einhängen oder anhängen. Die Punktwolke wird dann als Referenz angehängt. Das sieht man hier, wenn ich den Referenzmanager aufmache, sehe ich hier eine Punktwolke Red Rocks Amphitheater und sehe dann den Pfad, wo diese Punktwolke gespeichert ist. Diese Punktwolke ist jetzt 1,8 Gigabyte groß und sieht dann, wenn ich dort hineinzoome, so aus. Und was kann ich mit dieser Punktwolke machen? Sie ist normalerweise mit Koordinaten gespeichert. Das heißt, sie wird an den richtigen Koordinaten geografisch liegen, wo die Punktwolke auch aufgenommen wurde. Und wenn ich die Punktwolke auswähle, sehe ich die Umgrenzungsbox der Punktwolke und dann entsprechend in der Multifunktionsleiste das kontextabhängige Menü dafür. Ich fange mal hier auf der rechten Seite an, die externe Referenz, das hatten wir gerade schon. Es gibt für jede Punktwolke einen Punktwolkenmanager, wo ich mir die Ansichten und ja, die Zustände, wenn ich mehrere Punktwolken in einer Szene habe, auch speichern kann. In dieser Szene haben wir nur eine Punktwolke. Es ist auch möglich, dass Punktwolken intern aus mehreren Scans bestehen, dann hätte ich hier jetzt einen Baum von mehreren Scans, die ich dann einzeln an- und ausschalten kann, wenn ich nicht die ganze Punktwolke sehen möchte. Es gibt in dem Menü ein paar Funktionen zur Steuerung der Ansicht. Ich kann einerseits die Punktgröße ändern, also jeder Punkt hat eine gewisse Größe. Wenn meine Punktwolke nun nicht so dicht ist oder ich sehr stark hineinzoome, sehe ich dann nicht mehr viel von der Punktwolke. Ich könnte jetzt diese Größe der einzelnen Punkte ändern und zwar auf einer Skalierung zwischen 1 und 10 und so würde jeder einzelne Punkt skaliert werden und ich hätte dann ein flächigeres Aussehen der ganzen Punktwolke, ist aber in manchen Fällen, so wie es jetzt hier für die Bäume zu sehen ist, nicht so schön. Ich stelle das wieder auf 1 zurück und habe dann darunter direkt meinen Detailgenauigkeit. Dort kann ich einstellen, wie viele der Punkte
der ganzen Wolke sollen dargestellt werden. Es ist im Grunde eine Skalierung. 10 heißt 100%, 1 heißt 10%. Und dann wird die Punktwolke im Grunde genommen gefiltert nach einem bestimmten Algorithmus. Hoppala, ich dachte, ich habe jetzt hier 5 eingegeben jetzt. Und ich sehe eigentlich nur noch einen Bruchteil der Punkte der eigentlichen Wolke. Es ist in dem Fall, oder was die Performance anbetrifft, kann es manchmal vorteilhaft sein, hier diese Detailgenauigkeit etwas runterzusetzen. Ich habe hier einen Knopf für die Perspektive, gerade wenn wir irgendwo etwas rendern möchten oder einen besonders realistischen Anblick generieren möchten, entspricht die Perspektive vielmehr dem menschlichen Betrachtungssinn, weil wir nach hinten im Grunde genommen die Fluchtlinien haben. Zum Konstruieren ist diese normale Ansicht, die orthogonale, besser. Darunter sehen wir die Möglichkeiten der Navigation. Das ist aber AutoCAD Standard. Ich kann hier entweder diese Navigation verwenden oder ich verwende diese 3D-Navigationswerkzeuge oder ich navigiere ganz normal, wie ich über AutoCAD in AutoCAD es gewohnt bin, in der Wolke. Ich kann die Ansicht der Wolke mir anpassen. Ich habe die Möglichkeit, hoppala, jetzt habe ich es abgewählt, ich habe die Möglichkeit, mir Scanfarben einzustellen, entweder Scanfarben, daher wenn die Punktwolke mit Fotos gleichzeitig aufgenommen wurde, kann jedem Punkt ein realistischer Farbwert zugeordnet werden, oder ich gebe hier die Objektfarbe an, die kann ich mir einstellen, dann werden alle Punkte quasi in einer einzelnen Farbe angegeben. Ich kann mir Flächennormalen einstellen. Das ist quasi alle Punkte, die in einer bestimmten Richtung, in eine bestimmte Richtung zeigen, haben auch dieselbe Farbe. Also alle, die jetzt hier an dieser Wand quasi sind und in so eine Fläche hier repräsentieren, sind dann orange. Als nächstes hätte ich noch die Möglichkeit, nach Punktintensität einzustellen. Das ist eine Eigenschaft der Laserscanneraufnahme. Jeder Punkt hat eine bestimmte Intensität und diese kann ich hier dementsprechend mir symbolisieren. Oder ich gebe den Punkten einen Höhenwert an, der so ausschaut. Jetzt sieht man gerade nicht so viel. Da kommen wir gleich mal in die Farbzuordnung, wo ich mir zum Beispiel die Höhe einstellen kann. Ich kann mir hier verschiedene Farbskalen wählen und die Anzahl der Farben und wende das mal an und dann müsste ich sehen, ich kann auch die Intervallhöhe mir selber einstellen, müsste ich sehen, die niedersten Punkte müssten dann in diesem grünlichen Ton sein und dann geht es nach oben hin gegen Gelb, über Braun auf Gelb. Dasselbe kann ich mir für die Intensität einstellen. Hier kann ich sagen, mir benutzerdefinierte Intensitätsfarben anlegen, sozusagen. Die Klassifizierung ist ein Thema, das braucht einen weiteren Arbeitsschritt, und zwar bei der Erstellung der Punktwolke. Klassifizierung heißt in dem Sinn, ich stelle das hier mal zurück auf Scanfarben, dann sehen wir am meisten, ich kann Punkte in einer Wolke klassifizieren nach Baum oder wir haben hier ein paar Autos oder Wände oder Häuser und diese Klassifikation kann ich mir hier laden und dann auch editieren. Auf die Art und Weise kann ich bestimmte Objekte des Scans, zum Beispiel Bäume, ganz schnell filtern oder auch in einer speziellen Farbe anzeigen lassen. Des Weiteren ist es möglich, die Punktwolke transparent zu schalten. Das ist ein Vorteil, wenn wir quasi Objekte da drin bearbeiten. Sind die Objekte im Grunde genommen, die wir erstellen, sichtbarer als vorher. Ja, das wollte ich wieder auf 0 stellen. Gut. Wir haben die Möglichkeit, uns die Punktwolke zu beschneiden. Nehmen wir an, ich möchte mir, ich will das von oben sehen, ich möchte
Ich brauche nicht die ganze Punktwolke, um meine Bearbeitung zu machen, sondern ich brauche nur diesen Teil hier mit dem Dach und mit der Bühne. Dann könnte ich mir diese Punktwolke zuschneiden über entweder eine Rechteckvorabform oder eine polygonale Form oder eine kreisförmige Form. Und hier könnte ich jetzt im Grunde genommen einen Ausschnitt machen der Punktwolke. Ich werde dann gefragt, ob ich innerhalb oder außerhalb schneiden möchte. Wenn ich innerhalb schneiden möchte, habe ich quasi den Ausschnitt der Punktwolke. Ich kann diesen jederzeit invertieren, diesen Ausschnitt invertieren, dann hätte ich ein Loch in der Punktwolke. Also das geht immer auch auf die andere Seite und das Ganze würde dann so ausschauen und jetzt könnte ich mir, wenn ich mir das ganz von links anschaue, sagen, da sind noch einige Objekte drin, die ich jetzt für meine Arbeit nicht brauche, die mich stören, dann könnte ich dasselbe jetzt nochmal machen. Also ich kann mehrmals mir die Punktwolke zurechtschneiden. Hoppala, jetzt habe ich das Ganze abgebrochen. Schneiden wir das nochmal zurecht und das invertieren wir jetzt. Jetzt hat das auf den kompletten Bereich gemacht. Also außerhalb. Innerhalb. Und jetzt invertieren. Immer noch nicht. Dann mache ich das Ganze schnell nochmal. Alle Schnitte zurücksetzen. So, also rechteckig. Zack, zack. Und links. Und noch einmal. Jetzt brauchen wir dann das Umgekehrte. Was ist jetzt der Vorführeffekt? Jetzt habe ich es weggeschnitten. Aber Sie sehen, das Prinzip ist im Grunde genommen klar, denke ich mal. Ich habe auch eine Ansicht abgespeichert, wie wir das machen. Und zwar, da muss irgendwo eine Systemvariable umgestellt worden sein. Genau. Gut. Gehen wir weiter im Text. Schauen wir das jetzt aus der ISO-Ansicht wieder an und machen den Schnitt rückgängig. Jetzt kommen wir zum Bereich Schnittebenen, den wir vorhin angesprochen haben. Wir können eine Punktwolke genauso mit Schnittebenen behandeln wie wie andere Objekte auch. Ich schneide mir diese Punktwolke jetzt nochmal hier den Hauptbereich aus von dem Dach. So. Und jetzt kann ich mir im Grunde genommen hier eine Schnittebene durchsetzen. Einen Schnitt zeichnen. Orthogonal einstellen. Und dann habe ich im Grunde genommen einen Schnitt durch die Punktwolke und kann mir diesen auch dementsprechend anschalten. Also die Schnittebenen sind genauso, wie ich sie vorhin erklärt habe, möglich mit Punktwolken. Und ich kann auch eine Schnittlinie, das ist eine Eigenschaft von diesem Schnittobjekt, von der Schnittebenenobjekt, eine Schnittlinie extrahieren. Und das ist im Grunde genommen eine sehr schöne Funktion, wenn ich hier aus diesem Bereich oder aus dieser Ebene, die Punktwolke schneidet,
mir eine Schnittlinie generiere, kann ich mir im Grunde genommen ganz schnell auch eine Geländelinie ableiten, mit der ich dann weiterarbeiten kann. Es ist manchmal aufwendiger, diese Geländelinie händisch zu digitalisieren. Und in dem Fall lassen wir den Rechner einfach die Entscheidung machen und können dann ein vorhandenes Objekt quasi nur noch, brauchen es nur noch zu editieren. Ich kann mich hier entscheiden, ob ich den gesamten Querschnitt will oder nur den Umfang dieser Schnittebene. Die könnte ja auch kleiner sein als die Punktwolke selber. Ich entscheide mich dann, auf welchem Layer ich diesen Schnittobjekt ablegen möchte, welche Farbe er hat, ob ich Linien oder 2D-Polylinien haben möchte und wie breit diese Polylinien werden sollen. Und was ganz wichtig ist bezüglich der Performance, ich nehme entweder alle maximale Punktzahl oder ich sehe hier eine geschätzte Bearbeitungszeit oder kann diese Punktzahl hier an mir editieren oder einstellen. Sie müssen natürlich bedenken, je weniger die Punkte oder je weniger Punkte für die Liniengenerierung verwendet werden, desto ungenauer ist die Linie. Zu den Demo-Zwecken erstelle ich jetzt mal eine mit der niedrigsten Anzahl, also 5000 Punkte. Das Ergebnis wird jetzt hierbei nicht besonders toll sein, aber das Prinzip wird klar sein. Ich kann außerdem sagen, die Linien, wie lang sie minimal sein sollen und ab welcher Toleranz Linien verbunden werden sollen. Das Ergebnis kann ich mir über eine Vorschau anblicken oder anschauen lassen. Der Vorteil erstens ist, ich kann jederzeit, wenn mir das Ergebnis nicht gefällt, hier über rückgängig oder auf die Einstellungen zurückgehen. Wenn ich mir die Vorschau nicht zeigen lasse, komme ich gleich zum Ergebnis. In dem Fall akzeptiere ich mal das Ergebnis und ich sehe jetzt hier, dafür mache ich den Live-Schnitt mal aus, und am besten lösche ich diesen Schnitt und ich sehe jetzt hier im Grunde genommen meine grünen Linien, die mir erstellt wurden, allein durch den Schnitt durch diese Punktwolke. Dieses Ergebnis hier ist jetzt nicht so toll, es liegt aber auch wahrscheinlich an der geringen Punktmenge, die wir verwendet haben. Wichtig dabei wäre natürlich auch, dass ich mir die Punkte, die ich verbinden oder die ich verwenden möchte, auch dementsprechend ausschneide. Also diesen ganzen Bereich hier drin, den brauchen wir nicht, den hätte ich mir ausblenden lassen sollen. Gut, kommen wir zum letzten Thema für heute und zwar, wie kann ich die Punktwolke verwenden, um Geometrie zu erstellen? Ein Thema, eine Erwähnung noch, diese ganzen Live-Schnitte und Punktwolken kann ich mir natürlich auch dementsprechend speichern. Da ist meine Punktwolke gerade nicht da. Ich habe die Punktwolke weggeschmissen gerade. Gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Dann habe ich sie mit dem, jetzt habe ich die Linie gewählt. Ich will die Punktwolke haben. Also alle Schnitte rückgängig machen. Dann habe ich wieder die volle Punktwolke. Und jetzt möchte ich kurz noch demonstrieren, wie man schnell Objekte aus der Punktwolke extrahiert. Ich mache mal alle Layer, die wir nicht brauchen, aus. Jetzt habe ich nur noch die Punktwolke und werde auch der Einfachheit halber auf Layer 0 editieren. Wir haben unter den 3D-Objektfang-Optionen, ne, hier im unteren Teil Objektfange zu Punktwolken. Und zwar, wenn ich hier, ist es von der Performance her am besten, ich wähle mir immer nur genau das aus, was ich haben möchte, weil das Programm viele Punkte verwenden muss. Und wenn ich jetzt auf diese einzelnen Punkte
an, snappe, dann sehe ich im Grunde genommen zwei Dinge. Das erste ist, hat er das jetzt angenommen, ist es nicht aktiv jetzt, wenn ich einen einzelnen Punkt ansnappe, dann sehe ich jetzt hier einen kleinen blauen Kreis. Das heißt, das ist der Objektfang auf einen einzelnen Punkt der Punktwolke. Was ich noch sehe, das sind diese Ebenen, die quasi von Recap angelegt werden. Das sind die Segmentierungen einer Punktwolke. Das ist in der Datei gespeichert und dort werden quasi Punkte erkannt, die eine Ebene bilden. Und diese Ebenen kann ich wiederum, wenn es zum Beispiel Häuserwände sind, wie hier, kann ich direkt als Objektfang verwenden. Und zwar könnte ich jetzt halt hergehen und sagen, ich brauche dazu noch mein dynamisches BKS. Ah, das ist hier. Ich möchte hergehen und die nächste Ebene einer Punktwolke erfangen. Linie. Und dann kann ich hier quasi auf diese nächste Ebene anwählen, ansnappen. Das habe ich natürlich genau da, wo ich gedruckt habe, auf dieser Ebene meinen Fangpunkt gesetzt. Ich mache die Punktwolke etwa mal etwas transparenter, dann sieht man meine Linien besser. Gut. Nehmen wir mal den nächstliegend zur Kante Punkt. Wenn ich mir zum Beispiel diese Kante aus der Punktwolke abdigitalisieren möchte, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich snappe mir oder fange mir den Punkt nächstliegend zur Kante und über den Ortho-Modus kann ich jetzt halt hier eine Linie direkt nach unten ziehen und habe jetzt im Grunde genommen eine Linie, die schon ziemlich genau diese Kante des Gebäudes trifft. Es gibt noch die Möglichkeit, eine zweite Möglichkeit, die ich erwähnen möchte, und das wäre das Extrahieren von Kanten zum Beispiel. Ich kann Kanten extrahieren, Ecken oder einer Mittellinie. Eine Kante kann ich auch extrahieren, indem ich hier drücke und dann werde ich gefragt nach der ersten Ebene. Das wäre in diesem Fall diese. Und dann werde ich gefragt nach der zweiten Ebene. Hier habe ich verschiedene Ebenen zur Auswahl. Ich nehme da mal diese hier. Und dann habe ich eine Linie. Man sieht, die Ergebnisse sind nicht 100% übereinstimmend. Das liegt aber an der Definition der Kante. Das ist meine zweite Möglichkeit, eine Geometrie aus der Punktwolke heraus zu editieren. Da muss man dann schauen, welches für die entsprechende Punktwolke für einen am besten funktioniert. Wenn ich zum Beispiel eine Ecke einer Punktwolke auswähle, dann habe ich die Möglichkeit, Linie, dann habe ich die Möglichkeit, mir quasi den Schnittpunkt dreier Ebenen zu editieren. Das wäre dann hier unten in der Ecke. Und wieder über den Ortho-Modus nach oben zu gehen, so wie ich es gerne hätte. Und dann wäre meine Punktwolke genau diese oder meine Linie genau entlang der Kante dieser Punktwolke. Eine schöne Funktion, die ich jetzt noch zum Schluss zeigen möchte, ist die Funktion nächstliegend zur Mittellinie des Zylinders einer Punktwolke. Das ist eine ganz lustige Funktion, der Rechner erkennt im Grunde genommen dass es sich hier um eine gebogene Linie handelt und diese Linie wird dann extrapoliert zu einem Zylinder und ich habe jetzt hier im Grunde genommen die Mittellinie oder den Mittelpunkt des Zylinders gesetzt, gehe jetzt hier mit dem Ortho-Modus nach unten und kann dann mit der 3D-Funktion Rotation zum Beispiel diese Kante hier, die ich vorher erstellt habe, Achse definieren oder Objekt
um diese Achse hier rotieren lassen. Und dann habe ich, ich gebe das mal ein bisschen in die Mitte, die Möglichkeit quasi entlang dieses Radius mir diese Hauswand sehr stark genähert nachzuzeichnen. Ich gehe mal mit dem Drehwinkel auf die andere Seite. Dann haben wir hier die Oberfläche und dann sehen wir da mal näher hinein. Und wir sehen, dass wir hier jetzt im Grunde genommen ein schönes Objekt oder ein Flächennetz erstellt haben, was sich quasi an dieser Hauswand sehr stark annähert. So, das soll es für heute gewesen sein von den Punktwolken und den Schnittobjekten. Ich werde jetzt wieder an meinem Kollegen Bernd die Steuerung zurück übergeben und hoffe, Sie haben etwas gelernt. Ja, danke Carsten. Das war sehr, sehr interessant. Ja, zum Schluss möchte ich jetzt einfach nochmal auf ein paar allgemeine Sachen nochmal eingehen. Zum einen haben wir hier diesen Link Autodesk Knowledge Network Community. Wenn wir da drauf gehen, dann sind wir auf der deutschen oder englischen Community, je nachdem, wie Sie es eingestellt haben. Wenn Sie auf Englisch eingestellt haben, sind Sie auf der englischen. Wir haben noch eine japanische, falls es jemand bei Ihnen gibt, aber ansonsten wenn wir doch die deutsche. Und da haben Sie die Möglichkeit, zum einen in die einzelnen Foren zu gehen. Sie können hier selber Screencasts erzeugen, das ist etwas Neues. Hier können Sie auf die Idea Station gehen für die einzelnen Produkte, wenn Sie irgendwelche Verbesserungsvorschläge haben. Bei den Blogs für jedes Produkt oder es gibt nicht für jedes Produkt, aber für nahezu jedes Produkt gibt es einen Blog von den Spezialisten, die diesen Blog unterhalten. Schreiben Sie da rein. Ganz speziell für Plan 3D empfehle ich Inver Pipes, wo ich mit dabei bin. Und hier können Sie selber einen Artikel erstellen, der dann in der Community durchgeführt wird. Ansonsten Online Help ist natürlich immer eine gute Ressource. Wir haben hier noch drei weitere Links, welche auf die Arbeit mit den Schnittebenen eingeht, beziehungsweise in den Point Clouds. Das sind Hilfeartikel. Gehen Sie dann später einfach da drauf. Außerdem noch einen Link zu Autodesk Recap, um zu erfahren, was es da für Unterschiede gibt. Erstmal, Autodesk Recap ist nicht Recap, es gibt genau drei Produkte. Einmal Recap, welches das Desktop-Produkt ist. Dann gibt es Recap 360 Ultimate, das ist auch Desktop. Und zum Schluss haben wir noch Recap 360, die Online-Version davon. Bevor wir jetzt, dann habe ich noch eine Frage an Sie. Moment, wo haben wir Sie denn? Da. Haben Sie heute bei dem Desktop, bei diesem Webinar etwas gelernt? Ja oder nein? Ich warte ganz kurz. Oh, das ist ja super. Das freut mich. Alle haben etwas gelernt. Das ist natürlich, so soll es sein. Vielen Dank dafür. Haben Sie noch Fragen? Also vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Sie Fragen haben oder auch Feedback zu diesem Webinar geben wollen, dann gehen Sie auf diesen Link drauf oder schreiben Sie uns direkt autodesk.help.webinars@autodesk.com. Geben Sie in das Subject Build Your AutoCAD IQ ein. Dann gelangt es direkt zu uns. Das sollten Fragen zu diesem Webinar dann sein. Dann ja, ich darf dann auf die kommende Veranstaltung hinweisen, die dann am 7. April sein wird. AutoCAD 2017, eben die neuen Funktionen. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind und auch vielleicht den einen oder anderen Kollegen mit einladen zu unserem Webinar. Vielen Dank.